Partygänger in der Region rund um Glarus kommen nicht wirklich auf ihre Kosten. Denn das Angebot an Clubs und Bars hält sich in Grenzen. Darum haben sich zwei junge Männer kurzerhand zusammengetan und ein Eventmanagement gegründet. Und wenn so, das Nachtleben weiter vorantreiben. Ihre erste Party planen sie im Restaurant Löwe in Schänis. Und das Konzept dahinter, um die Gäste zum Tanzen zu bringen, das ist klar. Keine Chartmusik oder House, wie es sonst schon überall läuft, sondern wieder zurück zum richtigen Hip-Hop und R&B. Der Trailer zum neuen Club erfüllt schon mal alle Klischees. Mit dem wollen die zwei jungen Männer viele Leute in Laie locken. Da findet im Oktober auch schon die erste Party statt. Organisiert wird sie von einem frisch gegründeten Eventmanagement, einem MK-Management. Die Köpfe dahinter sind der Karim Radix und der Marc Gönitzer. Sie wollen das Clubleben in der Region auffrischen. Wir haben einfach eine Vorstellung von einer Party. Und wir wollten sozusagen eine Party organisieren, wo wir selber in dieser Umgebung auch selber hingehen würden. Also besser gesagt, wo wir uns wieder mal darauf freuen können. Weil wir sind halt, wie soll ich sagen, wir sind halt ein bisschen auf dieser Black Music hängen geblieben. Ist blöd gesagt, aber so das House, EDM und Deep House, das im Moment voll aktuell ist und auch sicher ein Top-Sound ist, spricht mich im Ausgang nicht so an, weil es mir fehlt, dass die Leute miteinander tanzen und nicht jeder für sich. Und beim R&B, Hip-Hop oder bei allgemein Black Music läuft das ziemlich reibungslos. Reibungslos soll auch ihre erste Party über die Bühne gehen. Für das Wichtigste ist gesorgt. Trotzdem gibt es immer etwas zu besprechen. Eine Anspannung ist da. Ja, nervös sind wir natürlich auf jeden Fall. Das ist jeder, wenn er irgendetwas organisiert oder macht. Vorbereitet. Ja, wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben gewisse Sachen angeschaut, gewisse Sachen durchgelesen, wie man das macht. Der Club ist jetzt ihr erstes Projekt. Neben dem Laien ergänzen sich die beiden Organisatoren auch in ihrer Freizeit gut. Als jahrelange Kollegen wollen sie künftig auch junge Talente fördern, wie zum Beispiel DJs oder Tänzer und Tänzerinnen. Zuerst steht jetzt aber mal die Eröffnungsparty an. Die ist am übernächsten Samstag, am 3. Oktober.